Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, ist die Funny Maus am Start und ich habe so lange kein Aufgebraucht-Video mehr gemacht. Und wie ihr vielleicht schon erkennen könnt, es ist einiges angestaut. Das Problem ist, dass Loki ja gerade eine Ausschlussdiät macht und wir jetzt momentan nur Fett füttern können. Dementsprechend habe ich das ein bisschen aufgeteilt, um euch da vielleicht ein bisschen den einen oder anderen Input zu geben. Wenn euer Hund vielleicht gerade auch nur Fett verträgt, was ihr da Gutes für euren Hund machen könnt. Und das andere, da ist auch noch ein bisschen Spielzeug und Halsbänder dabei, da erzähle ich dann aber auch noch was dazu. Und in der anderen Kiste sind halt so allgemeine Sachen, die wir vor der Zeit hatten mit der Ausschlussdiät oder die Fanny bekommt oder bekommen hat. Dementsprechend ist da einiges. Wir ziehen das Video auch relativ schnell durch, denke ich mal. Wir fangen mit der großen Kiste an. Eventuell wird das Video zu lang, dementsprechend mache ich dann einen zweiten Teil mit der kleinen Kiste. Aber wir fangen jetzt hier auf jeden Fall einmal an. Und ich habe wie immer versucht, euch ein bisschen, ihr seht, es ist ordentlich, ein bisschen was immer da zu lassen. Ich stelle die Kiste mal hier unten ab und wir stellen die Kiste hier oben ab, weil sonst Fanny wahrscheinlich nur in der Kiste hängt. Ich greife einfach rein, ich habe versucht, es ein bisschen zu sortieren. Wir fangen an, sonst wird das Video einfach zu lang. Okay. Genau. Hier haben wir eine relativ neue Sache und zwar von der Firma Brit. Das ist Skin & Coat mit Krill und Coconut, also kleine Krebschen und Kokosnuss. Das soll für die Haut helfen. Da ist natürlich die Kokosnuss im Vordergrund. Die Kekse sehen so aus von der Größe, also kleine süße Trainingsleckerchen. Fanny frisst sie sehr gerne, ist aber nichts Besonderes und eine Veränderung. Was das Thema Haut angeht, konnte ich nicht entdecken. Das ist halt immer der Nachteil an diesen Leckerchen, weil da müsste man eigentlich jeden Tag geben. Dementsprechend nehme ich sowas eigentlich gar nicht. Ich fand es jetzt spannend, habe es ausprobiert, ist nichts für uns. Und dann habe ich hier von der Firma Steakhouse einmal das hier. Und zwar 100% Rind. Das sind einfach so kleine Fleischbrocken gewesen. Wenn ihr uns jetzt schon folgt, dann wisst ihr, dass auch Fanny mittlerweile keinen Rind mehr bekommt. Deswegen bekommt sie diese Leckerchen nicht mehr. Wir haben festgestellt, dass sie sehr starke Blähungen bekommt, wenn sie Rind frisst. Wir wollen es nicht provozieren, dementsprechend bekommt sie es nicht. Das sind normale, harte Leckerchen. Ihr seht, Fanny findet die auch sehr toll und interessant. Bekommt sie jetzt natürlich nicht. Ist nichts Besonderes, ist aber 100% Fleisch. Nichts anderes drin, kann man mal machen. Ich bin ja eher bei Leckerchen ein Freund von den Soften, dass man sich die noch ein bisschen klein brechen kann. Wird es, wie gesagt, in der mit der Geschmacksrichtung Rind bei uns nicht mehr geben. Wenn Fanny mal was bekommt, ist das nach wie vor mal nicht schlimm, aber ich muss es ja nicht provozieren. Dann habe ich hier von Carnilove, kennt ihr auch schon immer, die Variante Sardinen mit Bärlauch ist das. Das sind die kleinen Fischsnacks, die Fanny sehr, sehr gerne frisst. Leider verträgt sie das Trockenfutter nicht so gut. Wir sind ja gerade dabei, die Hunde auf Trockenfutter umzustellen für eine gewisse Zeit. Wir hoffen, dass wir wieder zurückkommen zum Warfen. Es ist momentan einfach ein bisschen entspannter. Die sehen aus wie kleine Fischchen. Und ihr seht, Fanny mag die sehr gerne. Ich habe gleich zwei aufgehoben. Und ihr seht, das klappt super. Die sind auch super fürs Training. Man kann die Schwanzspitze von den Fischen quasi noch abbrechen. Und dann hat man nochmal eine Nummer kleiner Leckerchen. So, dann haben wir hier einmal Real Nature. Das ist Pure Chicken. Da habe ich leider nichts mehr für euch. Sind relativ, ja, so mittelgroße Leckerchen. Ich denke, so waren die. Ich glaube, ich habe von dem Pferd später noch was drin. Da habe ich noch was ausprobiert. Die waren ganz okay. Ist nicht viel drin. Ist relativ teuer. Die in der Sorte Hühnchen werde ich nicht mehr holen. Da nehmen wir lieber das Pferd, was beide Hunde gut vertragen. Wir gucken, dass wir jetzt relativ viel auch Fanny-Pferd füttern, weil es für uns dann natürlich einfacher ist, dass Loki nicht aus Versehen irgendwas anderes frisst. Bei ihm wäre es natürlich fatal jetzt während der Ausschlussdiät. Deswegen müssen wir da ein bisschen vorsichtig sein. An sich sind es gute Leckerchen, wie gesagt, für uns in der Variante Huhn, aber nicht zum Nachkaufen. Genau, hier habe ich leider auch nichts mehr. Das ist einfach von Premieres Naked Meaties. 100% Huhn getrocknet gewesen. Huhn haben wir relativ viel jetzt auch, glaube ich, hier mit bei, weil wir natürlich bei Loki schon Huhn ausprobiert haben. Das klappt nicht ganz so gut leider. Auch werden wir wahrscheinlich bei ihm auf Huhn verzichten müssen. Genau, aber Fanny nach wie vor verträgt sich sehr gut. Geflügel und Verträglichkeit vergessen.
ist aber von der Größe her nicht so unbedingt das, was ich haben möchte. Das sind ja so relativ große Filetstücken, einfach getrocknet, von der Qualität her sehr gut. Also die Hunde fressen es, wie gesagt, sehr gerne. Aber genau, ist nichts, was ich jetzt nochmal holen müsste unbedingt. Ja, dann haben wir von Pets Daily Green Softies, die Insekt pur, hypoallergen, CO2-neutral mit Insektenproteinen. Habe ich leider auch nichts mehr drin. Sind vergleichbar mit den Chewies in diesen kleinen Eimerchen. Genau, die hat Fanny bekommen. Das sind noch welche aus dem Adventskalender vom letzten Jahr. Sind ja noch bis nächstes Jahr haltbar. Dementsprechend brauchen wir jetzt gerade die letzten Tüten vom letzten Jahr auf. Genau, die hat Fanny sehr gerne gefressen, also fand sie sehr gut. Ist ja auch nochmal eine Überlegung wert, bei Loki Insektenproteine auszuprobieren, dass wir da halt vielleicht noch so ein bisschen eine Alternative finden. Aber wir sind noch mit bei. Fand Fanny auf jeden Fall sehr gut. Könnte ich mir vorstellen, nochmal wieder nachzuholen. Ich weiß nur nicht, in welcher Größe die bei Pets Daily sind, weil das war jetzt so ein Probenpaket. So, wir machen weiter. Wir haben hier einmal Laxe Crunch. Laxe Crunch kennen wir aus Dänemark, haben wir auch schon auf einer Messe gefunden. Die gibt es auch im Internet sehr gut zu kaufen. Das sind halt 100% Lachsleckerchen. Die gibt es einmal in der Grain-Free-Variante, also in Getreidefrei. Und dann gibt es die, glaube ich, noch, ich weiß gar nicht. Also seht ihr, hier haben wir noch die großen. Das sind die Originalen, die sind auch getreidefrei. Und dann gibt es die noch, ich glaube, also das ist 100% Lachs und die gibt es dann noch in der Variante mit Kartoffel, glaube ich. Die sind da nicht ganz so fettig, weil die hier, ihr könnt vielleicht schon in der Tüte sehen, die sind sehr, sehr fettig. Aber ihr seht auch, Fanny findet die sehr, sehr toll. Ich gucke mal, ob ich da noch was drin habe. Ich glaube nämlich schon. So, okay. Also, Laxe Crunch aus Dänemark. Diese Größe benutze ich sehr gerne bei Fanny. Sie mag die sehr gerne. Und vor allen Dingen kann man die auch nochmal notfalls durchbrechen. Und auch fürs Training super geeignet. Also sie fährt da voll drauf ab. Dementsprechend kaufen wir die auch immer wieder nach. Wäre schön, wenn Loki die auch vertragen würde. Lachs haben wir aber auch noch nicht ausprobiert. Ich rede hier die ganze Zeit über Loki. Ganz furchtbar. Ein bisschen McDonald's hatten wir auch in den letzten Monaten. Es ist ja wirklich schon etwas länger her. Dementsprechend auch drei. Wir haben hier einmal die Treaties von Vitakraft in der Variante Leberwurst. Und dann haben wir die Beef Stick Quadrus mit Käse. Da ist ja auch Rind drin, aber die verträgt sie tatsächlich ganz gut. Das ist auch wirklich nur für den Notfall und mal wirklich als McDonald's, heißt es bei uns. Und die Treaties Minis, auch in der Leberwurst-Variante. Das sind auch Fanny's Highlights, obwohl sie die mit dem Käse lieber mag. Die gibt es wirklich, wie gesagt, sehr, 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 sehr selten bei uns. Die habe ich aber immer vorrätig, wenn irgendwas ist. Wenn Fanny irgendwas total furchtbar findet, aber durch muss, sage ich mal, dann ist dafür das Futter geeignet. Was ich auch noch hier habe, was wir auch noch ja, immer wieder probiert haben, ich bin mir gar nicht sicher, ob das schon noch vom letzten Urlaub ist. Ich weiß nicht, wann das letzte Aufgebrauch-Video war. Und zwar die Insect Dog von Green Pet Food. Da benutzen wir ja vor allen Dingen eher das Veggie Dog, haben wir ja eine Zeit lang sehr, sehr oft benutzt. Haben wir jetzt sehr lange nicht mehr da. Ja, ist okay, kann man machen. Insektenprotein, wie gesagt, ist ja immer wieder was Neues. Kaufen wir aber aktuell nicht mehr nach. Was wir auch ausprobiert haben, wo ich glaube ich auch nichts mehr drin haben, ist das Lamba Zamba von Tales and Tales. Von der Zusammensetzung her wirklich super. Ich glaube, ich habe auch noch was drin. Und dann seht ihr schon, die sind sehr, sehr, sehr klein. Also dadurch, dass ich die ja Trockenfutter eigentlich eher als Leckerchen benutzt habe, ist das für uns zu klein gewesen. Dementsprechend habe ich es nicht nachgekauft. Loki einhab's und das ganze Ding war weg. Sollten wir jetzt tatsächlich Lamm ausprobieren, wäre das auf jeden Fall eine Möglichkeit, das mit diesem Trockenfutter zu machen. Ich glaube, Fanny hat Glück, hier sind noch zwei drin. Genau. Das Trockenfutter ist von der Zusammensetzung her sehr gut, genauso wie das Fisch. Fanny mag definitiv Lamm lieber als Fisch von Tales and Tales. Wenn wir schon bei Tales and Tales sind, machen wir gleich mit diesem Bundle hier weiter. Ihr merkt, es ist ziemlich, ziemlich viel. Ich habe hier einmal, zweimal das, die kleinen Probepakete von dem Trockenfutter Fisch in der Fischvariante. Die hole ich immer ganz gerne mit, wenn ich sowieso bei Tales and Tales bestelle, weil man diese Beutel einfach super im Auto lagern kann. Man hat immer ein bisschen Futter dabei und ihr seht von der Form her, ich hätte jetzt mal das andere aufheben müssen, sind die ein bisschen größer und ja, ist okay. Nee? Und auch Fanny frisst sie gerne, aber das Lamba Zamba definitiv lieber als diese hier. Dann haben wir noch die verschiedenen Sorten. Hier habe ich einmal Lachs doch mal. Das ist mit Dorsch und Lachs.
kennt ihr, brauche ich euch, glaube ich, nicht viel zu erzählen. Ich habe immer ein bisschen mehr aufgehoben, weil ich ja eigentlich dachte, dass Loki auch mal mit bei den Aufgebraucht-Videos sein darf, aber geht ja aktuell nicht. Dementsprechend, ich habe so viele aufgehoben, ich habe sogar 4 Stück aufgehoben. Also Fanny kriegt heute definitiv kein Abendbrot. Ja, ne, also die Leckerchen kennt ihr, die sind halt wirklich aus 100% Fisch. Kaufe ich immer wieder mal nach, sehr gerne. Das Gute ist, die haben ja auch eine Pferdevariante für Loki. Die habe ich jetzt allerdings noch nicht ausprobiert. Die Leckerchen hier sehen auch alle gleich aus. Das ist jetzt diese Variante. Das ist doch der Hummer, also mit Dorsch und feiner Hummernote. Und das Gleiche haben wir hier noch mit gepimpt, mit Schrimm. Das ist, ach, ich habe so viel aufgehoben, also Fanny kriegt definitiv heute nichts mehr. Das ist halt mit Dorsch und feiner Garnelennote. Also Tales and Tales immer auf jeden Fall eine Empfehlung wert. So, Fanny, komm mal hierher. Setz dich mal hier. So, wir machen weiter einmal mit Wolfsblut. Genau, da habe ich zweimal diese Beutelchen. Da hatte ich, glaube ich, in irgendeiner Box hatte ich die, glaube ich, immer drin. Sind auch sehr gut von der Zusammensetzung. Hier haben wir einmal Fisch mit Kartoffel. Und zwar sind das ja diese größeren Knochen. Ihr hört gleich, genau, sie sind sehr knusprig, dementsprechend nichts fürs Training, aber um den Hund einmal einen Snack zwischendurch zu geben, sind die ganz gut. Also hier, wie gesagt, Fisch mit Kartoffel und hier haben wir einmal Wildfleisch mit Süßkartoffel. Das Problem bei Wolfsblut ist, das würde ich auch sehr gerne Loki füttern. Also hier seht ihr nochmal den Knochen, hier hört ihr nochmal das Knuspern. Und den zweiten, den Loki sonst gekriegt hätte. Bei Wolfsblut ist, dass da Leinsamen mit drin sind im Futter und auch, ich glaube, in den Leckerchen. Dementsprechend müssen wir auch Leinsamen erst noch ausprobieren, bevor Loki das vielleicht haben darf. Dann haben wir hier von Keksdieb, ich habe keine Ahnung, wie lange diese Tüte hier schon liegt, Lachsfitties sind das, also halt Lachsleckerchen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ich schaue mal rein. Also das sind so kleine Sticks. Die kleinen Sticks sind ja immer ganz gut fürs Training. Die sind jetzt hart. Ich weiß nicht, ob die vorher weich waren. Geht bei Fanny auf jeden Fall sowas. Geht immer. Aber es ist jetzt nichts, was ich mir unbedingt nachkaufen müsste. Da nehme ich lieber die von Tales and Tales, was das Thema Lachs antrifft. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall ein zweites Video zum Thema Pferd. Dann habe ich hier einmal Trockenfutter von Real Nature. Auch das ist, glaube ich, noch aus dem letzten Urlaub. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ganz cool finde ich hier übrigens immer, dass man eine Größe mit bei hat, weil man fühlt zwar durch die Packung durch, aber gerade wenn die Packung voll ist, kann man sich da ganz schlecht mal ganz schnell mal täuschen. Das ist immer ganz gut, wenn man gerade einen größeren Hund hat. Die Zusammensetzung an sich finde ich sehr gut. Das klappt ganz gut. Also so als, also ich fand, die kriegt definitiv nichts, als Leckerchen haben die uns auf jeden Fall gereicht, so von der Größe, dass ihr einmal seht, ist so. Nein! Okay. Die Größe ist so. Und wir haben die, wie gesagt, nur als Leckerchen geholt. Die sind mit Lachs und Rentier. Und ja, war okay. Kaufen wir aber trotzdem nicht wieder nach. Etwas, was Fanny jetzt nicht bekommt, weil sie sehr viel gerade schon frisst, ist einmal von Bora der Gänsehals. Ist von der Größe her so groß. Also für Fanny eigentlich sehr gut. Aber wenn sie den frisst, dann sieht das ganze Wohnzimmer hinterher aus wie Sau. Das heißt, gerade wenn sie das auf den Teppich frisst, muss ich hinterher saugen, damit Loki nicht drüber geht und das aus Versehen frisst. Dementsprechend bekommt sie es momentan erstmal nicht. Den brauchen wir irgendwann anders auf. Was wir hier auch noch haben, ist Lammlunge. Lammlunge geht immer, also Lunge generell finde ich immer sehr gut, so als Snack zwischendurch. Wir benutzen momentan sehr viel Pferd, aber auch Rinderlunge ist gerade schön, wenn da so viele verschiedene Stücke drin sind. Die gibt es ja auch so in so ganz klein, die finde ich nicht ganz so toll. Aber Lunge, wie gesagt, geht immer. Dann haben wir noch, das hatten wir glaube ich auch in einer Box oder gab es irgendwo dazu, von World of Wilderness, einmal Blue River. Das ist mit, was ich jetzt verschluckt hier, mit Hühnchen und Lachs. Und dann gibt es einmal Wild Hills mit Hühnerfleisch und Ente. Haben wir natürlich auch als Leckerchen benutzt, nicht als Hauptfutter. Dementsprechend kann ich zu der Futtermischung jetzt nichts groß sagen. Wir brauchen es halt immer auf. Nein. Sind relativ kleine Snacks, also für Fanny ideal, für Loki. Also ihr hört, einmal kauen und dann ist es weg.
Ist auf jeden Fall nichts für größere Hunde von der Größe her. Ja, wie gesagt, für uns nur als Snack zwischendurch. Dann haben wir noch etwas von Bora, und zwar Fleischstreifen Kaninchen. Die Fleischstreifen finde ich übrigens auch immer sehr toll. Ich mag das, wenn die da nicht so ganz faserig sind, dass man die noch so ein bisschen brechen kann. Die sind sehr weich, also ihr seht, da ist keine Faser gebrochen. Die schneide ich auch tatsächlich klein fürs Training. Es ist wirklich 100% Fleisch. Dementsprechend ist es kein Problem, dem Hund das zwischendurch mal zu geben. Dann haben wir noch von Lucky Dog, das war auch einfach dieses 100% Hühnchenfilet, habe ich jetzt auch nichts mehr aufgehoben, diese ganz normalen getrockneten Hühnerstreifen, nichts, was wir nochmal nachkaufen. Dann hatten wir hier knusprige Stäbchen mit Lachs und Huhn, die waren glaube ich auch irgendwo dabei, ich kann mich nicht erinnern, die selber gekauft zu haben. Ich weiß nicht, ob ich hier noch was drin habe, wie gesagt, die Sachen liegen hier aber teilweise schon sehr, sehr lange drin. Ja, nein, die habe ich definitiv nicht selber gekauft, sind so kleine Stangen einfach. Auch nichts, was ich jetzt nachkaufen würde. Aber Fanny frisst es. Also Fanny ist ja relativ unkompliziert. Genau, ich weiß nicht, diese Streifen. Das ist für mich immer nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich brauche entweder kleine Leckerchen fürs Training, für einen Snack zwischendurch. Gibt es bei uns sehr selten. Und wenn, dann gibt es halt sowas wie Lunge. Und sonst brauche ich halt was wirklich Vernünftiges zum Kauen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie das bei euch ist, ob ihr oft solche kleinen Leckerchen zwischendurch gibt. Dann habe ich hier auch etwas, was ihr jetzt auch nicht kriegt. Das ist Kamelkopfkraut. War auch auf jeden Fall in irgendeiner Box drin, sonst würde ich keinen Kamel so kaufen. Ist auch einfach stinknormale Kopfhaut. Stinkt ganz furchtbar. Also Kamel finde ich immer sehr intensiv vom Geruch her. Das packe ich jetzt auch zur Seite, bekommt sie jetzt auch nicht. Also gerade die größeren Sachen. Sie hat auch gerade gefrühstückt, so ist es ja nicht. Kamel ist nichts, wie gesagt, was ich mir so selber kaufe, aber oft in diesen Boxen drin ist, weil es wahrscheinlich so intensiv riecht, ich habe keine Ahnung. Die Hunde finden es gut, ist aber auch nichts Besonderes, nicht so wie andere Sachen. Dann habe ich hier von Fresco. Fresco finde ich ja auch eine sehr coole Firma, da wird auch noch ein bisschen was kommen. Nicht in dieser Box, aber wann anders. Und zwar ist das, wie ihr unschwer erkennen könnt, mit Apfel und Kaninchen. Das sind diese Taler. Auch diese Taler sind für mich unpraktisch. Also sie sind halt wirklich so ein Hubs zwischendurch und ich kann damit einfach nichts anfangen. Also entweder trainiere ich mit dem Hund, dann brauche ich kleine Leckerchen, oder der Hund kriegt was zum Kauen, damit er beschäftigt ist. Bei uns gibt es selten irgendwie sowas. Wenn, dann spielen wir lieber zusammen oder kuscheln oder was auch immer. Ich weiß es nicht, ob ich da so die Einzige bin. Keine Ahnung. Dann habe ich hier noch was von unserem Adventskalender, und zwar die Entenhäppchen. Monoprotein, 93% Ente, kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern, ob das so kleine Sticks waren, sind extra weich gewesen, das ist immer ganz gut, dass man die halt wirklich nochmal im Notfall kleinbrechen kann. Dann haben wir nochmal so einen Fleischstreifen von Ziege, wir haben ja bei Loki am Anfang Ziege ausprobiert, hat er auch nicht so sonderlich gut vertragen, dementsprechend, ja, da fand ich jetzt das Stück Ziege aufessen, aber nicht jetzt gerade, sondern generell, wir werden, ja, da nochmal gucken. Also das ist, ich weiß aber auch nicht mehr von welcher Firma, die habe ich auf jeden Fall im Internet bestellt. Also Ziege kriegt man auf jeden Fall sehr gut im Internet. Dann habe ich nochmal Kaninchenfleisch. Das war ähnlich wie die Hähnchenstreifen, recht groß von Dockers. War einfach nur Kaninchen getrocknet. Die finde ich sehr gut, die lassen sich nämlich auch sehr schön brechen. Dann habe ich etwas Neues ausprobiert, das ist relativ neu von Real Nature. Kannte ich vorher noch gar nicht, diese Daily Bites. Die habe ich jetzt zum Training genommen tatsächlich. Fand die richtig, richtig gut. Vielleicht muss ich die nochmal nachkaufen. Die gibt es, glaube ich, auch noch in anderen Sorten. Das ist jetzt Lachsfilet mit Goji-Beere, Matcha und Kokosöl. Die sind wirklich tatsächlich relativ groß. Aber die nehme ich zum Beispiel so ein bisschen als Highlight-Leckerchen, wenn wir trainieren und sie macht etwas besonders gut, gibt es etwas Größeres, wo sie auch ein bisschen kauen muss, so als Beschäftigung quasi. Komm mal hier mit mir her. Und ihr seht, die fährt da voll drauf ab. Die findet sie richtig gut, also die kann ich euch empfehlen. Probiert die auf jeden Fall mal aus. Ich weiß nicht, da gibt es auch noch andere Sorten von. Da werde ich mal schauen und vielleicht nochmal das ein oder andere ausprobieren. Kannte ich vorher nicht, habe ich bei Fressnapf an der Kasse gesehen. Hier haben wir nochmal Hühnerfilet. Irgendwie ist das oft in diesen Boxen drin von Orlando. Gourmet, ja, ist 93% Fleischgehalt. Ich weiß gar nicht, was jetzt hier noch alles drin war. Glycerin, Kartoffelstärke, Mineralöl. Ach hier, nee, das sind so kleinere gewesen. Waren auch irgendwo mit bei. Auch hier mit, weiß ich nicht. Das sind so kleine Streifen. Ja, sind halt schnell weg.
Also ich bin kein Fan von diesen Hühnerfiletstreifen irgendwie. Also ob es diese großen sind oder die kleinen, kann ich nicht so gut was mit anfangen. Wir haben den nächsten Fleischstreifen und zwar von Snack Collection. Fleischstreifen mit frischer Karotte und Reh. 100% Fleisch von nur einer Tierart, finde ich sehr gut. Hier sind auch relativ viele drin. Nein, du kriegst es jetzt nicht. Nein, sind diese großen Fleischstreifen. Auch die kann man sehr gut brechen. Das sind die Packungen, da habe ich auch einige schon ausprobiert. Da gibt es ja auch welche, wo nur Fleisch drin ist. Also da müsst ihr auf jeden Fall mal drauf gucken. Nur weil da pur Streifen draufsteht, heißt es nicht, dass da nur ein Fleisch drin ist oder nur Fleisch drin ist. Da müsst ihr auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Was uns auch alle gegangen ist, ist das Bierhefepulver. Da haben wir mittlerweile schon sehr lange einen Nachfolger. Und zwar war das von Nutrani. Genau, Bierhefepulver gebe ich immer ganz gerne zum Fellwechsel dazu und dementsprechend, ich habe keinen Unterschied von den Firmen bisher gemerkt, dementsprechend ist es mir egal, welche Firma. Ich gucke da immer, dass ich was Gutes kriege. Dann haben wir hier noch so eine kleine Packung von Genius. Das ist einfach Trockenfutter, haben wir auch ausprobiert, weil es irgendwo dabei war. Ich glaube, in der Futterfarm kriegen wir das ja auch immer sehr oft. Ich versuche jetzt ein bisschen durchzuziehen, damit wir schnell durchkommen. Wir sind schon bei über 20 Minuten. Dann habe ich Carniloaf zweimal noch. Und zwar einmal hier auch Dill mit Fisch. Ich glaube, Forelle ist das. Das sind jetzt nicht diese kleinen Fischchen, also das sind diese hier, sondern diese kleinen Gräten. Kann man auch sehr gut durchbrechen. Also Carniloaf für Funny habe ich immer sehr oft. So, und dann hatten wir noch so eine kleine Probe für 99 Cent mal mitgenommen von dem Trockenfutter. Das ist Into the Wild, Salmon und Turkey. Haben wir auch ein bisschen was aufgehoben. Ist auch ein ganz stinknormales Trockenfutter, also nichts Besonderes. Nicht irgendwie hochwertig für die Hunde, also dass die Hunde da voll drauf abfahren, ist vollkommen in Ordnung. Das gleiche mit dem Josera, das hatten wir auch mal, Sensi Adult. Ich sag jetzt auch nichts groß zu. Wovon ich sehr enttäuscht war, waren die Käsepoppies von Checker. Die hatte ich euch, glaube ich, mal gezeigt, dass ich die ausprobiert habe. Das war 100% Ziegenkäse. Die waren nicht von Checker. Keine Ahnung, wo ich die her habe. Also 99% Ziegenkäse, 1% Boxhornklee hatte ich mitgenommen für Funny, nicht für Loki, weil Käse ist ja auch immer schwierig, da ist ja auch meistens Lab drin vom Rind. Dementsprechend fand ich das eigentlich sehr cool, ist so wie so kleiner gepuffter Käse gewesen, fand den total doof. Dementsprechend so kleine Käseleckerchen, habe ich gedacht, wären ganz cool, waren es nicht. Dementsprechend kaufen wir die auch auf jeden Fall nicht nach. Was wir dann noch haben, ist Hirschhaut. Ganz normal im Streifen, also bei Kopfhaut kann ich bei den Hunden keinen Unterschied merken, dass sie irgendein Fleisch lieber mögen. Dementsprechend gibt es das auch immer nach. Dann haben wir hier noch die letzten Rindersachen, Rinderlungenwürfel. Wie gesagt, das sind diese kleinen, die ich nicht so toll finde, weil sowas Kleines gibt es bei uns nicht. Wenn, dann nehme ich lieber die größeren Lungendinger. Dann haben wir hier auch noch Rinderkopfhaut von Pitu Pita. Genau, auch eine sehr coole Firma, wo ich immer die Mäntel für Funny herbestelle. Hier auch nochmal Rindernackensehne, da hatten wir einiges an Rind bestellt für Loki gehabt, um dann festzustellen, dass er Rind nicht verträgt. Was ich noch habe, was ich immer wieder mal nachkaufe, sind diese Sticks. Nicht unbedingt von der Firma, ich habe die auch ganz oft schon von Happy Dog gehabt oder so. Nach Möglichkeit nicht die von Vitakraft, weil da ist immer irgendein Scheiß mit drin, ehrlich gesagt. Ich habe die mal ganz gerne, weil ich die einfach sehr lange im Auto lagern kann oder in der Jackentasche, ohne dass die eintrocknen und die aber sehr hochwertig sind, weil die natürlich so ein bisschen von den Zusätzen nicht so ganz toll sind. Und was ich hier noch habe, was Fanny auch tatsächlich sehr gerne isst, ist ein Rehhuf. Finden einige vielleicht eklig. Da ist noch Fell dran und Horn und an sich eigentlich ganz toll. Das war die erste Ration. Die zweite kommt, ich weiß nicht, wann ich die hochlade. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Aufgebraucht-Video. Macht's gut, tschüss!